Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiel durchgespielt. Mein Name ist Nils und heute spielen wir Quests of Valeria. Zumindest werden wir es anspielen. Auf jeden Fall aus dem Hause Daily Magic Games. Es soll wahrscheinlich im Schwerkraft Verlag rauskommen, aber ich habe das amerikanische Original Quests of Valeria, weil es das noch nicht gibt. So, was ist in der Box? Es gibt jede Menge Bürger, Citizens hier. Die können unterschiedlich sein. Ich drehe die schon mal auf. Das ist auch schon das Setup. Wir hätten hier jetzt zum Beispiel einen... Oh, da blendet schon ein Dieb, ein Rogue hier. Der hat jede Menge Symbole drauf. Hier ein schwarzes Symbol. Dort auch andere Symbole, die wir gleich besprechen. Dann hätten wir hier einen Zauberer, einen Wizard. Einen Captain habe ich hier. Einen Blacksmith. Noch einen Rogue und einen Summoner, also einen Beschwörer. Die liegen unter Zahlen 0, 1, 1, 2, 2, 3. Hier oben haben wir Quests, da ist noch ein Deck-Quest. Das Quest erinnert so ein bisschen an Jido, weiß nicht hundertprozentig, wie man es ausspricht, und Lords of Waterdeep. Da muss man bestimmte Sachen haben, um dann die Quest zu erfüllen. Also hier zum Beispiel zwei dieser Köpfe hier und daneben, also es sind zwei Söldner und daneben ein Heiliges. Und das muss aber drei Geldsäcke und zwei Schwerter haben. Wo finden wir die Symbole wieder? Ja, natürlich hier oben in der Ecke, ganz einfach. Diese muss man haben in seiner Gilde, um die Quest zu erfüllen. Also ich führe eine Gilde und die sollen Quests erfüllen. Dazu habe ich genau zwei Aktionen, Aktion 1 und 2. Der First Player Token habe ich auch noch und Helferkarten, wo jede Menge Symbole drauf sind, braucht man aber noch nicht. Und ebenfalls wie bei Lords of Waterdeep habe ich hier Guildmaster, das heißt jeder kriegt auch einen Guildmaster. Ich habe da ein paar Promos bei, also nicht wundern, falls ihr den nicht kennt. Das ist aber nicht weltentscheidend. So, ich habe gesagt, ich habe schon aufgedeckt, wie läuft das Ganze jetzt ab. Ich nehme mir jetzt mal für den ersten Spieler hier, den ich spielen werde, das wird dieser hier sein, eine Quest. Das ist diese hier jetzt zum Beispiel. Ich kriege einen Siegpunkt für jede Abenteuer- oder Subterfuge-Quest. So, also, wo haben wir Adventure-Quests? Hier zum Beispiel haben wir auch die anderen. Da hätten wir eine Battle-Quest, da hätten wir eine Commerce natürlich. Und glücklicherweise haben wir hier auch eine Subterfuge-Quest. Also das sollte auch soweit sein. Um diese Quest zu kriegen, habe ich euch schon gesagt, was man abgeben muss. Hier unten gibt es noch Bonuseffekte. Diese Ds und Hs erkläre ich später im Verlauf. Das ist ganz einfach. Wichtig ist aber jetzt noch, jeder kriegt so eine Karte. Hier eine Gilde. Und das wird die Gilde. Die ist natürlich im Spiel hier. So, und der. Ich werde mit drei Leuten spielen. Und die Gilden sind natürlich im Spiel logischerweise verdeckt. Kein anderer weiß es. Ich werde mit offenen spielen, weil ich mir das sonst nicht merken kann. Aber das sind Geheime. Des Weiteren kriegt man hier eine Helferkarte. Es sind fünf Helferkarten dabei. Also genug, um hier auch zwei hinzulegen. Und dann kriegt man noch drei Handkarten. Achtung! Man hat einerseits Karten auf der Hand, Bürger. Das sind nämlich diese hier, ganz einfach. Oder man hat Karten, Bürger in der Gilde. Das ist dieser Bereich hier auf dem Tisch. Habe ich einen in der Gilde, liegt er hier vielleicht, so. Und in dem Augenblick, wo ich ihn von der Hand runterspiele in die Gilde, kann ich diese Sache erfüllen. Hier, der Mercenary hat ein D. Und jetzt gucken wir einfach mal auf diese Karten hier. Da stehen die nämlich alle drauf. D, ich darf einen neuen Bürger ziehen. Und zwar vom Deck hier in meine Hand. Das heißt, ich spiele die runter. Was ich dafür machen muss, erzähle ich euch in einer Sekunde. Und dafür kann ich eine neue ziehen. Was kostet mich denn das, eine Karte aus der Hand runterzuspielen? Ja, ganz einfach zwei. Zwei was? Zwei Karten. Währung sind Karten. Karten in der Hand sind Währung. Das heißt, um diese jetzt runterzuspielen, müsste ich die beiden auf einen Discard-Stapel werfen. Dann habe ich jetzt hier diesen runtergespielt, dieses Symbol und diese zwei, um irgendwann später mal eine Quest zu machen. Die vier möglichen Aktionen, die ich mache, sind entweder eine Karte vom Stapel auf die Hand ziehen, ist die Möglichkeit 1. Das zweite ist von der Hand oder von der Taverne, dieses hier heißt nämlich Taverne,
zu anzuheuern. Und anzuheuern heißt, in die meine Gilde reinzutun. Und das ist der zweite Weg. Ich kann zum Beispiel diesen hier anheuern für null Kosten, nehme ich den einfach und tue den in meine Taverne. Das kostet mich gar nichts. So habe ich schon den ersten. Und dann bekomme ich sogar diese Effekte hier wieder, das Ziehen. Und H wäre eine umsonst Hire-Aktion. Also damit kann ich noch einen weiteren anheuern. Denn das Anheuern von hier oder von der Hand ist schon eine Aktion. Also Möglichkeit 1, eine Karte ziehen. Möglichkeit 2 ist Anheuern. Wobei das hier auch als Anheuern gilt. Von der Hand runter gilt auch als Anheuern in dem klassischen Sinn des Anheuern. Möglichkeit 3 wäre eine Quest reservieren, das heißt da aus dem allgemeinen Pool rausnehmen in meine Gilde. Damit kann ich sie noch nicht erfüllen, da kann auch immer nur eine zur Zeit liegen, aber kein anderer kann sie mehr erfüllen. Und das vierte ist einfach meine Leute entsenden, eine Quest erfüllen und dann den Questbonus einstreichen. Das Spiel läuft immer so im Kreis, man hat genau zwei Aktionen, die man durchführen kann. Dazu nimmt man eine Aktion, wenn man eine gemacht hat, gibt man den Token an seinen Mitspieler weiter, nimmt man die zweite, gibt man den weiter. Warum macht man das so? Naja, weil man noch zusätzlich diverse Bonusaktionen kriegen kann und da muss man eben auch manchmal die Kontrolle behalten. Und last but not least geht das Spiel so lange, bis einer 5 Quests durch hat. Hat man 5 Quests durch, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Deswegen gibt es einen First Player Token, das heißt der Startspieler ist der Startspieler, der Spieler wird der letzte Spieler sein. Ja, und dann guckt man einfach, wer hat die meisten Punkte. Und Punkte bringen natürlich hier die Quests, hier zum Beispiel ganze 6. Aber auch, das darf man nicht vergessen, Zusatzpunkte bringen eben auch die Guildmaster, also die Master der Gilde. Das ist Quests of Valeria aus dem Hause Daily Magic Games. Ja, mein Name ist Nils, so wird's Brettspiel durchgespielt und wir spielen es auf jeden Fall an, ob wir es durchspielen. Sehen wir. Bis morgen. Alles Gute und euer Nils.